Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Minecraft. Ja, weiter geht's. Zwar habe ich schon weitergebaut. Also in der letzten Folge hatten wir das Problem, dass wir dass das nicht funktioniert hat, wie ich mir erhofft habe. Das Problem habe ich mittlerweile so halbwegs im Griff. Was wir dafür aber brauchen, sind Endertruhen. Hier habe ich die schon in unser Crafting-Rezept reingetan. Problem dabei ist, wir brauchen noch Blaze Votes. Und ich glaube, da haben wir keine mehr, oder? 16. Das reicht natürlich nicht aus. Kann man die irgendwie craften aus Blaze Bau oder Hammer Blaze Bau oder irgendwo? Natürlich auch wieder so eine Sache, ne? Blaze Powder, wow. So, wir haben 16, 22. Das heißt, 5 Stück bekommen wir raus. Das heißt, wir werden zuerst nochmal, in den kriegen müssen. Das heißt, nochmal ab in... Na, was stockst du noch mal? Ab in den Nether, wir müssen nochmal Krieg führen. Bringt leider nichts. In der Folge wollte ich was anders machen, aber... Ey, was ist hier los? Ey, wo kommst du denn her? Weg da mit dir. Wir müssen irgendwo dahinter. Wir werden einfach Fly Control einschalten. So geht das. Ratzfatz. Okay, jetzt muss ein bisschen laden. Hier sind wir. Wohin müssen wir hier? Ah, hier ist ein Spawner. Schalten wir Fly Control ab. So, hier rein. Und hier ist unser schöner Spawner. Und dank unser Lootning 3 oder was wir hier drauf haben, Lootning 3, bekommen wir viel mehr Blaze Votes, heißt wie standardmäßig. Dann passt das wieder zusammen. Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen warten, bis die hier spawnen, aber das soll uns ja nicht stören. Kann die mal wegtun. So. Wir brauchen circa, warten, wir brauchen, wie viel Ender Chest brauchen wir? Wir haben 15. 40, 60 brauchen wir davon. Ey, was schießt du auf mich? 60 brauchen wir. Wir haben zu Hause 20. Ja, okay, das wird dann wohl eine Weile dauern, bis wir hier 60 zusammen haben. Aber leider brauchen wir so viele. Kommt nur her. Okay. Na, weg da. So, weiter. Ja, das wird halt ein bisschen dauern. Ich hoffe, dass die schneller spawnen. So. 11. Das ist halt eine magere Ausbeute, ne? Also da hinten steht er. Ich brauche die Ender Chest, weil ich dachte zuerst, das machen wir mit Buildcraft bei. Haben wir so schön gemacht, aber leider funktioniert das nicht. Man kann von diesen... Wie nennt sich das jetzt? Mining Well leider nicht in Buildcraft Pipes rein, sondern nur in eine Kiste. Das ist das Problem. Ich hätte das gern direkt in die Buildcraft Pipes, also in Eisen Pipes, nur die Connecten Schuhen, aber er schmeißt irgendwie nichts rein. Deswegen brauchen wir unbedingt eine Kiste. Er braucht ein Inventar. Aber. Ach, jetzt weiß ich, wie das machen. Wir hätten das mit Relays machen können. Das wäre wahrscheinlich, hätte funktioniert. So, wenn die jetzt nicht bald spawnen hier, dann gehe ich, aber bin ich richtig sauer hier. Mir da ein paar Blazewoods geben. Na, jetzt haben wir wieder 12. Gehen wir mal da hier raus. Guck, da sind ja auch ein paar. Was du denn? Gib mir deine Blazewoods. Du magst ja viel hier. So. Du gehörst nach mir. Noch wo einer? Ja, da hinten ist noch einer. Komm hier hin. Ich mag nicht, dass du da unten stirbst, in der Luft. Ah, du hast eh keine Placeholds. Eine Furzpiepenrose, du. Furzpiepenrose. 18. Ah, das wird nichts werden heute, glaube ich. Da hinten verstecken sie noch ein paar, die holen wir uns einfach. Angriff! Einfach hier rein, so.
bevor sie überhaupt uns angreifen können, dann sind die schon tot, ey. 21. Oh, das war ja schön hier, ne? So, mehr sind aber hier nicht, leider. So, aus hier. Was sonst noch irgendwo welche? Nee, leider nicht, ne? Schade. Dann müssen wir wohl hier ein paar abwarten. Ey. Was soll denn das? Geh rein, ha. 22. Na, super. Haben wir da nix irgendwo noch? Was Besseres? Auf dem Häuschen rauf mal. Gucken, ob wir hier noch irgendwo welche finden. Nee, nix. Da oben ist ein blödes Zombie-Schwein. Nee, nicht hier, genau. So, hier sind ein paar gespawnt, das ist schon mal gut. Lass mich reden. Ja, immer dass das Brennen, ey. Können wir eh nichts anhaben. Feuer. Ja, 33. Hm. Wie gesagt, es ist blöd, weil man wirklich mehr braucht. Ich kann mal was kurz testen. Wir brauchen. Brauchen wir zwei? Ob wir die vielleicht irgendwie verdoppeln können? Nee, zwei. Da bekommen wir nur zwei raus, ne? Vier. Im Pulverisierer bekommen wir vier. Okay, das heißt, wir können die verdoppeln. Im Maserator 5. Zwei brauchen wir. Okay, passt. Hat sich erledigt. Wir gehen nach Hause. Wir können hier ein bisschen tricksen. Indem wir uns die einfach verdoppeln. So, da muss irgendwo unser Portal sein, da hinten. Zip. Hier. Das heißt, in Maserata waren 5 Stück, ne? Das heißt, wir hauen die einfach Maserata mit unserem Minium Stone, glaube ich, heißt der Minium Stone. Kann man die dann einfach, ja, wieder zu Blazewoods machen. Hallo, Tür, willst du aufgehen? Ja, geht's. Maserator. Induction-Schmelzer. Ach, hier oben habe ich keinen. Das wollte ich auch schon mal einen bauen. Leider noch nicht dazu gekommen. Dann hauen wir ihn einfach hier rein. Maserator. Und ich hoffe, wir bekommen 5 raus, ja. So, der arbeitet hier schön weiter. Das Holz durch zu Strom. Wir hauen hier immer wieder ein bisschen Holz rein, damit wir Charcoal bekommen, weil unsere Lokomotive... Die braucht Charcoal, damit sie fährt. So, jetzt hoffen wir, dass wir hier... Ne, wie schreibt man das? Blazeboarder. Genau, hier kommen wir jede Menge. So, 64. Nochmal 64 ergibt ein Stack. Das passt. Jetzt brauchen wir nur den blöden Stein noch. Den ich wahrscheinlich nicht hier habe, sondern in der Mining-Welt habe ich den gelassen, glaube ich. Hier hin oben sein. Also ihr seht, viel verändert hat sich von Aussehen noch nicht. Das zeige ich aber alles erst später. Oder war der Stein in... Ah, hier ist er, okay. Gut, dann gehen wir wieder nach Hause. Das zeige ich alles erst später, wie ich das verändert habe. Hey. Schaden genommen, das geht gar nicht. So, dann müssen wir... So, den hier rein, das hier rein und das hier rein. Er gibt einen Stack, das passt. Dann du hier rein, zack. Und wir craften uns nicht zwei, wir brauchen noch Enderperlen. Ah, Menno, die müssen wir aus drüben bei unserer Zwischenfarm holen. So, da entlang. Weep. Hoffentlich kommt kein Zug. Ne, kommt da nicht. Wir haben da schon jede Menge Enderperlen, also 71 schon. 16, nochmal 16. Ja, das sollte reichen. Ja, einmal nehmen wir noch mit. Weil das ja wirklich durchgehend läuft. Also ich lasse das auch über Nacht laufen, deswegen kommen wir schon einige Enderperlen zusammen. Und wie ihr seht, wir brauchen die jetzt in Zukunft mehr. Zack. Und wir brauchen jetzt ein Ender Chest. Davon craften wir uns 15 Stück, weil wir haben 15 von den 14, habe ich nicht 15 gehabt? Achso, der übernimmt die auch. Okay, eine noch. Oh, jetzt haben wir ein Problem. Hm.
blöd, ne? Sind die alle weiß? Weiß wollte ich die nicht haben. Schauen wir mal, geht das? Weil da haben wir ja, dass als braune Farbe erkannt wird. Genau, okay, passt, dann machen wir das so. Jetzt müssen wir überlegen, wie wir das am besten machen. Wann, wo und wie. Das heißt, wir brauchen 1, 2, 3 Stacks. Nee. 1,5 circa werden wir brauchen, um die einzufärben. 14, 3, 15, 30, 40, 45. Ah, okay. Hauen wir die einfach wieder in unser System rein. So, da haben wir wenigstens ein paar drin. Jetzt gehen wir mal in die Federn. Also schlafen. Und dann gehen wir, ja, gehen wir einfach in die Mining-Welt. Und dann zeige ich euch mal kurz, wie ich das umgebaut habe, so dass es auch funktionieren wird. Also ihr seht, an den Klotz hat sich nicht wirklich was geändert. Ich habe Folgendes gemacht, wenn wir hier runtergehen. Ich habe, ja, hier der, wie nennt sich denn der, Frame-Motor, macht nichts anderes, als er schiebt die ganze Seite hier. Hier seht man, habe ich Panels hingemacht, die Hole-Panels. Schiebt die ganze Seite eins nach unten, kann ich ja mal demonstrieren, wenn ich einen Schalter habe. Habe ich nicht. Doch, hier habe ich einen. Zack. Muss ich mal kurz schauen, der geht jetzt nach oben. Ich muss ihn einmal drehen, damit er nach unten zeigt. Oh, jetzt würde hier die Mining Welt aufgebaut werden. Also Mining Well. Kann ich ja auch mal simulieren, oder? Ne, kann ich gerade nicht simulieren. Habe ich wieder umgebaut. Ach. Wieder das alte Thema hier. So. Also die wird jetzt hier aufgebaut. Dann macht man hier einmal zack. Und dann wird das ganze Seite hier eins nach unten gefahren. Und hier wollte ich eben mit Buildcraft Pipes dann sozusagen connecten, damit die Mining Welt alles in die Buildcraft Pipes schmeißt. Macht sie aber nicht, weil die Buildcraft Pipes nicht connecten. Das ist natürlich doof. Wo sind jetzt meine Pipes hin? Okay, irgendwie verschwinden die. Und hallo? Zerstört er die Pipes komplett oder wie? Warum ist jetzt hier ein Loch? War da schon vorher? Jetzt haben wir ein Problem. Und zwar müssen wir jetzt alle Kisten einfärben. Und wir haben noch ein Problem, dass das da hinten connected. Ja, ich weiß, wir haben viele Probleme. Oder ich zumindest. So. Machen wir mal hier eine Reihe Kisten. Bringt eh nichts. Ich muss jetzt alle einzeln einfärben. War blöd. Ich hätte gleich im Crafting-Rezept eine Farbe angeben können. Aber ja. Machen wir so. Die machen wir jetzt alle komplett braun. Ah, Menno. Ja, jetzt macht er alle auf. So. Muss man halt aufpassen, welche Farben man wirklich gibt hier. Dass man nicht irgendwelche falschen haben. Ich will die komplett braun machen und nicht so wie unser System. Wir haben ja schon gewisse von der Frame Query eine Farbe. Aber ich will das noch umbauen. Deswegen brauche ich hier eine eigene Farbe. Die ganzen Items, was die Query hier abbauen wird, oder wie man das auch immer nennen kann, werden nicht direkt in unser Applied Logistics System zu Hause gelagert, sondern werden nochmal in einer Fabrik zwischengelagert und daraus verschiedenste Produkte gleich direkt gemacht, ohne Applied Logistics. Also das machen wir ein bisschen anders mit anderen Systemen. Ich schätze mal Buildcraft oder so. Mal gucken. So, jetzt mal hier den nehmen. Und das nehmen. So. Und wenn das mit denen da gleich machen, weil das, den kann man das, ihr seht das, mit einem Schlag abbauen. Also da geht schon was voran mit diesen Varia, keine Ahnung, wie man das ganze Zeug hier nennt, so. Der wird ziemlich schnell leer, das Labback, wie man sieht, also braucht Unmengen an Strom, aber dafür ist es gut. So, dann kommen wir da oben erstmal, müssen wir ein bisschen aufpassen, ne? Wir haben hier oben eine Pipe und hier unten eine Pipe. Mal kurz überlegen. Zack, zack, zack. Das heißt, wir müssen hier alles dicht machen. Nee, die dürfen wir nicht. Die müssen connecten. Das heißt, der hier.
über die dicken, also die Panel, die sorgen dafür, dass es ja schon connected, also es wird mitgezogen, die Kiste, weil die Kiste muss sich ja auch mitbewegen. Sonst wäre es ja blöd, wenn die sie nicht mitbewegt. Aber es sorgt auch dafür, dass er nicht mit den Pipes connected. So. Das. Und trotzdem werden die Kisten dann sozusagen mitgezogen. So. Jetzt habe ich nur ein anderes Problem. Ich hoffe. Ach, Menno, warte. Das testen wir gleich einmal. Okay, man kann auf die Kisten zugreifen. Ah, okay, das ist gut. Ich dachte schon, dass man hier dann die Kiste nicht öffnen kann. Das wäre natürlich blöd, weil man muss ja auch ab und zu mal reinschauen, ob die voll ist oder nicht. Hui. So, dann kommen hier im. Ach, Menno. Hui. Wieder ein Loch. So. Ah, ich glaube, die verschwinden sich schon langsam, ne? So, jetzt hat man hier Kisten, wo dann die Mining Well alle Items reinhaut. Und das werden wir gleich mal testen, das Ganze. Und zwar folgendermaßen. Jetzt ist der eins tiefer, ne? Genau. Jetzt werden wir den einfach wieder umdrehen. Jetzt bewegt sich der nicht nach oben. Weil. Ich sage jetzt nicht, dass die Kisten daran schuld sind. Nein. Bin ich jetzt doof? Ich hatte hier Panels drin, so wie hier. Die ganze Reihe entlang. Wollen die mich jetzt verarschen? Kann man hier die Panels zusätzlich noch reintun? Nee. Unten ist mir klar, ich hatte ja seitlich auch. Das war ja. Ja sogar am Anfang des Videos gesehen, oder? Jetzt doof. Das habe ich ja noch gezeigt, dass ich hier zwischen den Panels hatte. Damit die nicht connecten. Oder wirklich nur auf dieser Seite. Ah, das heißt, wir müssen die Reihe auch wegbauen, weil wir hier neue Panels reintun müssen. Und da müssen wir die ganzen Kisten auch mal weg tun, weil wir unten auch noch Panels machen. Ah, okay, hier hatte ich die Panels. So, so wäre normal, dann eins tiefer, okay. Hm, ja, so wie hier müsste es sein. Das heißt, wir müssen die ganzen Kisten auch noch mal weg tun. Ah, Menno, dann machen wir das mit dir da. Da ging es schneller. Aufpassen, dass wir keine Kisten verlieren, beziehungsweise nicht zu viel abbauen. Okay, jetzt ist der Saft leer, oder? Ja, anscheinend. Geht das so? Leitet er den auf? Nee. Okay, dann bauen wir das Slapback. Das ist auch schon leer. Aber das ladet er wenigstens, oder? Nee. Was ist denn hier los? Hier kommt Mond und Sonne zusammen, oder wie? Mondfinsternis haben wir jetzt bald. Ja. So, er lädt hier gar nichts. Komischerweise. Hallo, kannst du mal laden? Jetpack? Wo habe ich jetzt das Jetpack hingetan? Also da. Bin dumm. Okay, dann müssen wir nach Hause mal die ganzen Sachen aufladen gehen. Komm, zack, ja. Da haben wir mal was für unsere MFSU dazu tun, da müssen wir uns mal auch eine Ladestation bauen. So, du da rein. Ja, das wollte ich schon sagen, super, jetzt habe ich das Labpack vergessen, aber das stimmt gar nicht. So, du bist voll und das Labpack mal vollladen. So, die Sache, was wir nicht unbedingt brauchen, mal hier rauf, so. Die werden wir aber dann brauchen. Ich sehe schon, wir haben Hunger, das heißt, wir müssen mal wieder ein Steak oder sowas mitnehmen. Das wird dann automatisch
gegessen, sozusagen, sobald wir unsere Rüstung anhaben. Ich glaube, das war der hier, oder? Nee, sobald wir einen Helm aufmachen, zack, verschwindet das Steak und er füttert uns automatisch immer nach. Den Helm können wir auflassen, aber hier das Chatback dann. So, Lepek, komm, lade auf. Gib mal Gummi hier, das muss schneller gehen. Verstehst du mich nicht? Wir müssen das hier noch fertig machen. Wir haben Arbeit. Nicht so Zeit wie du. Hopp, 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 hopp. Ja, endlich. Na, du altes Umilede. Braucht er ewig, 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 ewig. Bis der hier mal was weitermacht. So, Mining. Naja. So, gehen wir mal durch rein hier. So, und jetzt geht schon wieder rund. So. Ja, super. Genau das wollte ich nicht haben. Die Deployer hier runterkloppen, ey. Saft, zack, du. Das wollte ich eigentlich damit verhindern. Schon wieder. Das ist halt natürlich, der haut voll rein, ne? Ist der wieder falsch rum? So, genau. Jetzt müssen wir die ganze Sachlage hier nochmal ändern. Und zwar müssen wir, wie war das jetzt hier oben? Aber die Frames anpappen. Und hier diese Hole Covers ran. Damit die nicht connecten. Hallo? So. Genau. Und dann, wenn der runter geht, dann connectet der hier nicht. So, so. Zack. Hier. Ah, nein, nicht hier. So, jetzt wird's dunkel. Schalten wir mal auf hell um. Dank unserer schönen Helm können wir Nachtlicht einschalten, sozusagen. Nacktlicht. Und hier noch eine Reihe von diesen Frames. So, so. So, aber jetzt sollte es dann klappen. Fehlt ein Frame. Das war ein normales Frame, glaube ich, ne? Redstone, Redstone. Duke Frame, hier haben wir einmal. Der ist uns wohl verloren gegangen. Am Heimweg ist er uns verloren gegangen. So, jetzt testen wir das Ganze nochmal. Jetzt geht er nach oben, das heißt, wir müssen ihn wieder mal wenden. Zack. Jetzt geht's nach unten, genau. Und jetzt müssen hier wieder die Banners drauf, also die Stone Covers müssen hier rauf. So. Ich hoffe, dass das wirklich die richtigen waren, die vorher ein bisschen testen sollen, ne? Aber ich denke, ich bin da richtig. So, die ganze braune Chest hier drauf. Zack, zack. So, und so. Genau, und jetzt den wieder drehen. Damit er nach oben zeigt. Sehen wir jetzt nicht, aber ich denke mal, er zeigt nach oben. Weil wir ihn ja eins gedreht haben. Na. Wirst du hier raufgehen? Und dann einmal drücken. Genau, dann geht er wieder nach oben. Jetzt wieder drehen. Geht er wieder nach unten. Genau, also jetzt funktioniert's. Jetzt könnte hier. Deployer, machen wir mal anders. Haben wir. Ah, jetzt weiß ich nicht, habe ich ihn gedreht. Okay, eins tiefer kann er nicht mehr, weil. Okay, ich weiß, woran es liegt. Der connectet hier nicht mehr, ne? Das ist natürlich ein Problem. Der hat hier keinen Saft mehr, weil die Batteriebox hier nicht mehr dran ist, weil ich die wieder oben getestet habe. Was wiederum heißt, wir haben hier ein kleines Problem. Wir brauchen hier Energie. Dann machen wir das anders. So, saugen wir hier die Energie raus aus der Batteriebox. Bauen die mal ab. Und bauen die einfach hier ran und hier wieder rein. So. Schon hat er wieder Energie und wir jetzt. Genau. Puh, Glück gehabt, dass es richtig war. Jetzt testen wir mal was anderes. Zwar ein Button wäre jetzt gut.
Haben wir nicht. Schalter, doch hier haben wir einen Button. Nein, ich lasse dich nicht fallen, Button. Du gehörst mir. So, jetzt simulieren wir mal. Ein Testing. Das machen wir alles mit Computercraft gesteuert. Zwar, theoretisch, zuerst würde er, zack, den hier draus machen. Dann würde er, wenn wir das jetzt gucken, 1, 2, nach unten fahren. Also der hier nach unten fahren. Und dann würde er hier die Energie einschalten. Sagen wir 20 Megajoule Output, dann haben wir noch Input. Und würden die Energie anschalten, zack. Würde der sofort hier bauen, sich nach unten. Und es müsste alles hier reingehen. Das dauert jetzt ein bisschen, weil ich genau hier schon einmal aufgebaut hatte. Jetzt weiß ich nicht, ob ich da schon bis zum Bettrock runtergebuddelt habe oder nicht. Nee, die Energie ist leer, das heißt, wir müssen hier noch die Energie das direkt dran pappen und sagen, zack. So, jetzt füllt er hier langsam auf, beziehungsweise der puddelt nach unten. Sollte uns Rohstoffe bringen, macht er aber nicht. Achso, ich muss hier nur OK drücken, so. Erfüllt sich. Und der macht hier nix. Sollte normal nach unten buddeln oder ist er schon am Bedrock angekommen? Das kann auch sein natürlich. Aber so würde das funktionieren. Dann schalten wir hier die Energie wieder ab. Die ich mal weg, die brauchen wir jetzt nicht mehr. So. Danach, wenn der fertig wäre, würde hier oben der Blockbreaker einschalten. Den wir hier mal simulieren. Zack. So, dann ist das weg und das wandert in das nächstgelegene Inventar. Und wenn wir hier außen schauen, also jetzt sind wir genau in ein Loch reingefallen, wäre unser nächstes... Ah, falsch. Fehler. Wir haben einen Fehler. Ja doch, er müsste es ja in sich behalten, der Blockbreaker. Zuerst müssen wir... Okay, da müssen wir darauf achten. Zuerst muss der umschalten hier. Wieder die Frage, richtig oder falsch? Was sagt ihr? So ist richtig, oder? Genau, nach oben. Und jetzt müsste theoretisch der genau hier wieder drin sein. Genau. Die Meinung ist genau hier drin, weil vom Blockbreaker das nächstgelegene Inventar ist genau darunter, weil er muss hier entlang nach unten genau hier wieder rein. Das ist das näherste Inventar ist wie hier. Hier wäre eins weiter, müsste ein Block weiter. Deswegen wird da genau immer der, wird hier drin landen, der hier und so weiter, immer untereinander. Egal, ob die ganzen Pipes hier oben miteinander verbunden sind oder nicht, das ist ganz egal. Er wird immer im nähersten Inventar landen. Ja, soweit funktioniert das Ganze. Und dann müssen wir das Ganze natürlich noch vorwärts bewegen lassen. Ich werde jetzt offline ein kleines Computerprogramm dazu schreiben. Wie das so halbwegs funktionieren sollte, hoffe ich, habt ihr verstanden. Spätestens wenn das dann wirklich funktioniert, so wie ich es haben will, dann wird es funktionieren. Dann wird ihr es auch verstehen. Dann werdet ihr es auch verstehen, so meine ich. Gut, dann lasse ich das mal so stehen hier. Funktionieren tut es so, wie ich es wollte. War halt ein bisschen ein komplizierter und großer Aufbau geworden, aber es funktioniert dafür auf andere Weise und nicht mit den blöden Dördels, wie es jeder Furz machen kann. So gefällt es mir viel besser, dass es nicht wirklich so mit Dördels und... Ja, es ist mal was anderes. Also gleiche Prinzip oder Grundsatz, aber anders ausgeführt. Das macht ja Minecraft aus, damit man nicht alles eins zuerst nachbaut, sondern schon ein bisschen Gedanken macht, dass man es auch anders baut. Man kann, ich sage immer, man kann sich ja Ideen von anderen Let's Playern holen, aber man sollte es dann nicht eins zu eins nachbauen. Sondern sollte man sich schon ein bisschen seine eigene Note mit reinbringen. Deswegen baut man ja nicht nach, weil wenn man so baut, ist es ja wieder ganz anders gebaut. So ist es ja viel schwieriger gebaut, viel mehr überlegt und bedacht und so weiter. Gut, dann war's das. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Also ciao Leute, bis dann.